Für Kinosound mit echten 5.1 Rundumeffekten ist ein Quintett an ausgewachsenen Lautsprechern notwendig. Aber wer hat in seinem Wohnzimmer dafür schon genug Platz? Dolby Virtual Speaker löst das Problem. Es produziert Kinoklang mit Rückraumeffekten aus zwei Boxen. Dafür entschlüsselt ein Prozessor im Verstärker den digitalen Kinoklang und lässt ihn über zwei Boxen so klingen, als ob 5 Lautsprecher rings um den Zuschauer stünden. Der Effekt entsteht durch sogenannte Head-Related Transfer Functions. Dahinter verbirgt sich ein akustisches Phänomen. Während das menschliche Ohr Schall von vorn relativ direkt wahrnimmt, nehmen wir Töne aus dem Rückraum in einer etwas anderen Wellenform wahr. Dolby Virtual Speaker simuliert die Surround-Wahrnehmung, indem es den Klang der hinteren Kanäle schon im Verstärker entsprechend anpasst und mit den Frontkanälen mischt. Das Ohr lässt sich durch diesen Trick in die Irre führen. Oder besser, nach hinten. Das funktioniert auch, wenn man nicht ganz optimal sitzt oder die Position wechselt. Dolby Virtual Speaker ist in vielen 2.1 Heimkinoanlagen mit DVD- oder Blu-ray-Laufwerk wie diesen Modellen von Panasonic und Denon zu haben. Auch einige Soundriegel arbeiten mit dieser Technik, wie etwa der Canton DM70. Sogar manche AV-Receiver, wie etwa der Visio 2 von NAD, haben Dolby Virtual Speaker an Bord. So lassen sich sogar edle Hi-Fi-Boxenpaare zum virtuellen Rundum-Sound bewegen.